Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlayZocker Reviews, denn heute gehen wir ein bisschen ins ferne Japan und schauen uns an, was nach Machine Girl, Tokyo Gore Police, Samurai Princess und so weiter noch alles auf uns zugekommen ist. Der heutige Film in unserem Review-Lauf ist Mutant Girls Squad. Und bevor wir uns um den Film selber kümmern, wie üblich einmal ein kleiner Blick. Das hier ist die österreichische Uncut-Version, natürlich, was mache ich mit einer anderen, die in einem wirklich, wirklich schicken Mediabook daherkommt, rötlich gestaltet. Das Einzige, was mich nur wundert, wenn man da jetzt umblättert, sieht man einerseits einen Brief der drei Regisseure, einer ist in Englisch, einer ist in Deutsch, einer bietet nur Zeichnung, aber die Porträts von den Regisseuren sind, wenn ich das richtig einmal in die Kamera bringe, allesamt nur Englisch. Keine Ahnung, wieso das so ist, ich meine, mich stört es weniger, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch einige Leute gibt, die sich daran stören. Im Mediabook habt ihr außerdem noch verschiedene Artworks zum Film und auf der rechten Seite dann die Uncut-Fassung auf DVD und eine Bonus-Disc. Hier links, und das ist die Version, die wir gesehen haben, den Film auf Blu-ray. Und ich muss gleich dazu sagen, weil ich schon wieder so viele Stimmen gehört habe, und dass die Blu-ray schlecht ist und dass es keinen Unterschied gibt zur DVD, man muss eins sagen, Mutant Girl Squad ist ein Low-Budget-Film. Wenig Budget, wenig besonderes Kamera-Equipment, das heißt, dass man da keinen Hollywood-Hochglanztransfer kriegt, ist klar. Ich muss sagen, auf meinem 1080p Laptop-Display war eigentlich ganz klar erkennbar, dass es sich bis auf vielleicht zwei, drei Shots, die Stock-Footage sind oder aus anderen Quellen einfach hineingeschnitten wurden, dass es sich hier um einen nativen HD-Transfer handelt, der auch in meinem Vergleich der DVD in der Box ziemlich deutlich überlegen ist. Dass kein hervorragendes Blu-ray-Bild ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ich möchte trotzdem sagen, wer sagt, dass die Blu-ray wirklich grauenhaft ist, muss ich sagen, finde ich jetzt wirklich nicht so. Das heißt, wer den Film in guter Qualität sehen will, ist mit der Blu-ray sowieso gut bedient. Außerdem darf man nicht vergessen, wer den Film uncut sehen will, kann sich nicht aussuchen, ob er die Blu-ray oder die DVD kauft, weil er kauft beides im Mediabook. Ein Single-Release ist nämlich bis jetzt noch nicht angekündigt. Ich habe vorher erwähnt, es gibt drei Regisseure bei dem Film und ich muss jetzt da ein bisschen schummeln, weil auswendig kann ich mir das nicht merken. Drei Regisseure gibt es bei dem Film, weil Mutant Girl Squad in drei Teile aufgeteilt ist. Das heißt, der Film besteht aus drei Kapiteln, sowie eine Art Episodenfilm, und jeder Regisseur hat ein Kapitel inszeniert. Das heißt, man kann nicht sagen, dass viele Köche einen Brei versalzen, weil eigentlich kann man sagen, der Film ist ein Menü und jeder Koch war für einen anderen Gang zuständig. Ja? Aber dass ihr einmal wisst, wer da mitgewirkt hat, einer war Noboru Iguchi von Robo Geisha, Tak Sakaguchi von Samurai Zombie und möglicherweise der prominenteste Name, Yoshihiro Nishimura, der die Special Effects in Machine Girl und Tokyo Gore Police gemacht hat. Das heißt, Effekte technisch kann man sie bei Mutant Girl Squad wirklich auf was einstellen. Der Film ist eigentlich, wenn ich auch sagen muss, nicht ganz so extrem wie wie Machine Girl und Tokyo Gore Police, was aber möglicherweise einen anderen Grund hat. Und zwar einen Grund hat, den man nicht einmal dem Film anrechnen kann. Es ist einfach so, Machine Girl war eigentlich der erste dieser japanischen Fansblätter-Titel, der nach Deutschland gekommen ist. Wurde automatisch dadurch gehypt, dass er in Deutschland 7 Minuten geschnitten werden musste. Uncut. Ja? Und als der Film dann endlich uncut draußen war, waren die Reaktionen einfach wirklich
Aber das hat seine Wirkung gehabt. Tokyo Go Police Tito. Damals war das noch was Neues. Jetzt gibt's eben schon Samurai Princess, Inglourious Zombie Hunters, Robo Geisha und so weiter und so weiter, die einfach in gewisser Hinsicht dieses Genre, wenn ich jetzt sage, verwässert haben, klingt es eigentlich viel gemeiner als eigentlich gemeint ist. Es ist nur so, das, was die Filme uns jetzt bieten, ist nichts Neues mehr. Wie es etwas Neues war, hat eine entsprechende Wirkung auf die Zuschauer gehabt, weil es einfach etwas war, etwas derart Abgedrehtes, derart Verrücktes, derart Blutiges, hat man einfach noch nie eigentlich wirklich gesehen. Also dagegen, was Machine Girl und Tokyo Go Police aufführen, ist ja eigentlich Braindead noch harmlos, was den Absurditätsfaktor betrifft. Ich rede jetzt nicht von den Effekten, sondern allein von der Absurdität. Und da haben die Filme eigentlich im Fansblätter neue Maßstäbe gesetzt. Und wenn jetzt, ich erinnere mich nicht, das ist ja das Problem, an Robo Geisha. Warum? Der Film kam in Deutschland uncut raus, hat man sich angeschaut, ja, war ganz okay, vergessen, Ende. Der Film hat einfach diesen Mythos nicht mehr gehabt. Der Film hat einfach allein schon diesen plakativen Uncut-Schriftzug nicht mehr gehabt. Und wenn jetzt Mutant Girl Squad kommt, dann braucht der Film einfach wirklich was ihn von den anderen Filmen aus dem Genre abhebt. Was ihn wirklich noch verrückter eigentlich macht als alle anderen, die man in dem Genre bis jetzt gesehen hat. Und das funktioniert teilweise. Es ist einfach so, man merkt den Film an, dass er von den drei Regisseuren wirklich für spontane Lacher, für spontane Momente gemacht wurde und dass man einfach immer geschaut hat in der Szene, möglichst viel von möglichst allem irgendwie reinzubringen. Dass dadurch überhaupt keine Kontinuität gibt, ist klar. Ich meine, es gibt auch eine Szene, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der so aufmerksame Filmschauer, dass mir wirklich jede Kleinigkeit auffällt. Wenn ich wirklich Goofs oder so suchen würde bei dem Film, wartet man wahrscheinlich in 2 Wochen noch da gemeinsam. Aber was mir extrem auffällt ist, es gibt eine Szene, wo dieser Militär eine Rede hält und man sieht eine Nahaufnahme von seinem Gesicht und er redet eigentlich so und zuckt die ganze Zeit, während er redet und macht komische Bewegungen und in der nächsten Einstellung ist es komplett vorbei. Und er macht es nie wieder. Wo ich mir jetzt dann gedacht habe, was war der Sinn davon? Was hat es in dieser Nahaufnahme, wo man es noch dazu ziemlich deutlich sieht, was hat das für einen Sinn ergeben, beziehungsweise hätte es vielleicht einen Sinn ergeben sollen, nur hat man dann einfach wieder gleich drauf vergessen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es solche Momente in dem Film einfach sehr, sehr häufig gibt. Ich weiß aber auch, dass vor allem die Mutationen unfassbar kreativ sind. Also das eine Mädel mit der Kettensäge, ich sage jetzt nicht wie und wo, sonst überrascht euch dann immer, wenn es kommt im Film, aber es ist, oh, das ist so übertrieben, das ist so absurd, das ist so komisch, dass jemand, der diesen absurden, abgedrehten Humor mag, eigentlich bei dem Film exakt an der richtigen Adresse ist. Und es ist die Handlung eigentlich ist X-Men, wenn man es jetzt genau nimmt. Eigentlich ist der Film ein japanisches Splatter-Remake von X-Men. Warum? Wir haben Mutanten, die in einer eigenen Schule trainiert werden, von einem speziellen Trainer. Es gibt Leute, die sie tot sehen wollen und sie müssen sich dagegen zur Wehr setzen. X-Men! Nur wachsen den Mädels einfach Wolverines Klauen woanders aus. Aber es ist einfach X-Men, es ist unfassbar.
Aber wenn man auf solche Sachen draufkommt, und es gibt noch viele andere Szenen in dem Film, die an viele andere Sachen erinnern. Aber wenn man auf sowas draufkommt, das ist immer irgendwie was Interessantes. Es hat der Film immer, zumindest visuell, irgendwas zu bieten. Und seien es nur die Mutationen, die wirklich im Verlauf des Films immer wahnsinniger, immer abgefahrener, immer absurder werden. Er ist von der Härte her, von der reinen Härte, der ich eigentlich gar nicht sagen, dass er unter Machine Girl oder Tokyo Gorpolis ist. Überhaupt nicht. Es ist nur so, wie ich schon gesagt habe, dass es einfach nicht mehr die gleiche Wirkung hat und haben kann, weil man es schon kennt, weil man es schon gewöhnt ist. Wie die ersten Filme aus dem Genre so eine Szene wirklich elendslang ausgedehnt haben und wo man sich schon gedacht hat, Cut, 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 Cut! Wo man sich auf jeden Fall mal dezent gedacht hat, es könnte irgendwann einmal dann doch ein Schnitt erfolgen, geht es einfach nur elendslang weiter und das macht der Film genauso und macht er vielleicht fast noch ein bisschen übertriebener. Nur, es ist halt für einen Zuschauer, der mit dem Genre vertraut ist, nicht ganz so was Neues. Deswegen jemand, der die ganzen Filme, die ich in dem Review, glaube ich, schon 20 Mal erwähnt habe, nicht gesehen hat, wird bei dem Film wirklich was Extremes erleben. Wer die anderen Filme kennt, wird was nicht ganz so Extremes erleben, aber sich trotzdem unterhalten fühlen. Deswegen sage ich Mutant Girl Squad 7 von 10 Punkte für abgedrehte, seltsame, wirre Einfälle, die wirklich gut eingebaut sind, die wirklich gut rüberkommen, die 3-Kapitel-Struktur kommt gut um eigentlich, die verschiedenen Regiestile, ich meine, so verschieden sind es auch nicht, aber wirken trotzdem ein bisschen. Schauspielerinnen wirken gut. Das Einzige, was einfach ist, der Film, so wie eine typische Slapstick-Komödie, schert sich relativ wenig um Kontinuität, was bei mir einmal, bei vielen anderen wahrscheinlich wesentlich mehr, einen dezenten Effekt hervorruft. Trotzdem, das Mediabook ist leider ziemlich teuer, kostet 35 Euro, aber wenn man sagen muss, es schaut gut aus, es ist der Film uncut auf DVD und Blu-ray plus Bonus-Disc, das Booklet ist eigentlich auch nicht wirklich ganz dünn, die Verarbeitung wirkt für mich nicht schlecht, das heißt, billig ist es nicht, zuschlagen kann man, finde ich, trotzdem. 7 von 10 Punkte von mir für Mutant Girls Squad. Als Bonus, kleines Bonusmaterial noch bei diesem Review, denn Mutant Girl Squad ist ja nicht das erste Mediabook von 8 Filmen. Nein, es ist das zweite und ich möchte euch jetzt nur als ganz kurzen Bonus einen Vergleich zwischen den Mediabooks zu Lone Wolf und zu Mutant Girl Squad bieten. Das erste ist eigentlich schon ganz offensichtlich, wenn man sich das da so anschaut. Lone Wolf, Hochglanz, Mutant Girl Squad, matt. Wenn man dann noch weiterschaut, das Spine ist leider komplett anders gestaltet. Also nebeneinander im Regal machen die zwei Dinger relativ wenig her. Wir haben ein anderes Firmenlogo, wir haben die Schriftzüge anders aufgemacht, dann ein Uncut-Version-Schriftzug unten auch anders. Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich was Schlechtes, weil es nicht den Anspruch erhebt, eine Serie zu sein. Wenn das wirklich jetzt eine nummerierte Mediabook-Serie wäre, würde mir das viel mehr stören. Hinten ist der untere Teil zumindest ähnlich, waren fast eigentlich gleich. Innen kann ich auch noch schnell, die paar Sekunden haben wir noch Zeit, haben wir auch hier die Blu-ray, haben auch hier ein eigentlich gar nicht so knappes Booklet, in erster Linie mit Artworks und einem kurzen Brief vom Regisseur. Auf der anderen Seite diesmal die DVD und eine Audio-CD mit dem Soundtrack. Das Mediabook kommt auf ca. 30 Euro. Wer den Film, vielleicht kümmere ich mich noch irgendwann um den Film, sonst einfach in mein Filmtagebuch im Forum vom DVD-Forum schauen. Das war Playzocker Reviews. Ich melde mich ab. Wir sehen uns in Kürze beim nächsten Video. Tschüss!